Jo, Leute, was geht? Euer Schützefutzu hier, wieder zu Minecraft, aber wir haben nur diesen einen Block ganz am Anfang mal gehabt. Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen weiter. Wir haben hier angefangen, unsere Insel aufzubauen. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, ganz am Ende, oh, ganz am Ende habe ich die nochmal verlinkt. Nein, meine ganzen Sachen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was? You died and received a recovery kit? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe alles verloren wegen dem Creeper. Oh nein. Ich hatte so viel Erde mit. Hat der mich erschreckt. Und ich habe es auch noch ich habe es halt auch noch gesagt, ne? Wenn ein Creeper kommt, werde ich runterfallen. Das habe ich in der ersten Folge sogar noch gesagt. Na komm. So. So, aber wir bauen Items. Ich brauche eine Schere für das Schaf, auf jeden Fall, damit wir uns ein Bett craften können. Dann, würde ich uns gerne noch ein paar Items hier machen. Zack, ich baue hier mal zwei Spitzhacken direkt. Und eine Schaufel. Und eine Schaufel machen wir so. Die eine Spitze. Habe ich hier noch Truhen reingepackt? Ja. Was? Bin a Lovend Gift, okay. Die nehmen wir gleich mal hier. Die stelle ich mal nach hier. Wenn wir hier was verlieren, dann haben wir hier immer noch eine Spitzhacke, eine neue drin. Eier packe ich da auch mal mit rein. Ah, da habe ich mich zu doll erschreckt, leider, ne? Was soll ich sagen? Spitzhacke mit nach hier. Achso, die Wolle packe ich auch mal nach da hinten mit rein. So. Wenn wir jetzt hier nochmal, jetzt haben wir wieder hier genug Stein, dann können wir direkt auch eine Axt bauen. Eine Axt brauchen wir natürlich auch. Zack. Oh, da ist unser Baum gewachsen, unser erster. Wie cool. Wie nice ist das denn? Dann haben wir wieder genug Holz. Das ist halt das Coole, dass wir uns hier selber alles anbauen können. So, zack. Mehr schiefe Dinger sind dann nicht mit drin. So, hoffentlich fallen dann ein paar Setzlinge runter. Das wäre ganz cool. Ah, ich weiß immer nicht, welcher Block hier welcher ist. Hilfe. So, wir nehmen hier die Holzhacke noch für die ganzen Rester und switchen dann zu der Eisenspitzhacke rüber. Würde ich mal ganz simpel behaupten. Aber auch schön, dass wir am Anfang der Folge direkt erstmal gestorben sind. Oh, das ist echt traurig. So. Ganz ehrlich, irgendwie nervt mich das total. Packen wir die einfach da rein. Hauen wir sie einfach weg. Wofür? So. Oh, erschreck mich doch nicht so. Ey, nicht meine Tiere angreifen, Kollege. Oh, ich wollte hier aber auch nicht mit rein. Moment. Ich wollte euch hier, Leute, ich will euch hier nicht rauslassen. Aber. Aber so. Zack. Ich dachte, das Huhn begibt sich jetzt in Richtung, jo, wofür noch hier weitermachen, ne? Aber nein, es hat, wollte leben. So, aber das ist ja hier ganz schön gefährlich mit den ganzen Creepern und allem. Wie soll ich denn dagegen am besten vorgehen? Was machen wir dagegen am besten? Ich würde sagen, welche Richtung möchte ich mich denn bauen? Ich würde sagen, wir setzen hier unser Haus an. Ich setze hier einfach mal ein kleines Haus an. Das würde ich nämlich hier ansetzen, so, dann würde ich hier eine Tür reinmachen. So. Dann müssten wir hier noch in die andere Richtung einen weiterbauen. Dann könnten wir hier so eine Schräge reinmachen. Können wir Fenster reinbauen. Das am Ende alles ein bisschen dekorieren. Und ja, hoffen, dass wir eine kleine Hütte hier uns aufbauen können. So, cool. Du musst mal hier ein Stück weg. Oh, hier sind schöne Setzlinge gedroppt. Perfekt. So, bauen wir hier direkt wieder an. Und die Erde, die nutze ich auch mal direkt hier für mein Haus. Weil das wollen wir hier auch noch weiter ansetzen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, cool, ich weiß nicht, ne? Du. Na, du falsche Richtung. Du sollst nach da. Oh. Ja, ja, lauf weiter. Lauf, komm. Ich weiß genau, wo du hin willst. Geh in dein Gehege, hallo. Bruder, beruhig dich. Okay. Hat wohl keinen Bock auf uns.
was soll ich sagen? Mehr können wir nicht tun. Also sollte ich echt so weit wegstehen von diesem Block? So, weil wenn hier wieder ein Creeper spawnt, ist natürlich nicht so lustig, ne? Wir haben hier unsere Truhe und alles. Und wenn dieser Block hier kaputt geht, haben wir natürlich auch ein Problem. Ja, Federn, okay. Da brauche ich so unbedingt Pfeile und sowas? Das ist halt die Frage, ne? Auf jeden Fall, die Pilzkuh da hinten hat keinen Bock mehr auf mich, was schade ist. Aber ja, was wollen wir machen? Was wollen wir machen, ne? What? Wieso ist der explodiert? Ich bin doch weggegangen extra. Ich bin extra weggegangen, dass der Kollege nicht explodiert, ne? Was macht er? Er explodiert. Okay, Leute. Was soll ich sagen? Das ist natürlich wieder mal sehr ungünstig für mich. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich möchte gerne alle meine Tierchen hier dann umsiedeln. Das ist nur die Frage, wie mache ich das am klügsten und wohin? Ich würde sagen, unser Hausbau geben wir nochmal auf. Wir geben unseren Hausbau einfach nochmal auf. Muss halt so sein. Okay. Die Kuh müssten wir auch nochmal aufgeben, habe ich gerade gesehen. Passiert, ne? Ups. Oh. Genau, lauft ihr hier mal alle raus. Zack, zack. Achso, und hier hätte ich dann gerne aber auch Grasblock mal drin, ne? Kriege ich hier nochmal einen Grasblock, dass ich hier das Gras auch verteilen kann? Na komm. Gib mir nochmal einen Grasblock. Gib mir einen Grasblock, komm, bitte, gib mir einen Grasblock. Ah, du bist ja falsch. Da, okay. Hoffen wir mal, dass der sich hier so ein bisschen verteilt. Wenigstens einen Block weiter. Das wäre schon cool. So. Zack. Wir nehmen hier nochmal alles mit. Und, müssen erstmal wieder hier eine Werkbank stellen. Okay, dass die Creeper uns hier natürlich immer wieder alles kaputt machen wollen, ist natürlich unschön, ne? Dagegen können wir auch nicht viel machen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber naja, wir machen hier nochmal neue Zäune. 21 Zäune wird, glaube ich, recht gut sein. Ich baue den hier ab. Habe ich hier noch Erde? Perfekt. Ich würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Zack, zack. Die Fackel nehme ich mal raus und stelle die hier oben auf die Kante drauf. So, da müsst ihr alle irgendwie rein. Zack, geh du da erstmal rein. Ihr Schweinchen, geh du da rein. Ihr müsst da alle rein, Kollegen. Ich glaube, kann man noch über einen Teppich in solche Gehege rein und rausgehen? Geht das noch, dass man da so rüberspringen kann? Wenn ja, wäre das natürlich sehr, sehr nice. Und den bauen wir auch mal wieder ab. Den bauen wir lieber hier hin. Ah, nice. Das Gras verbreitet sich echt. Das war ja mein Ziel. Ja, nee, du bleibst da bitte drinnen, Kollege. Oh, Mann. Okay, wir müssen erst die Kühe reinschieben. Wir müssen erst die Kühe... Komm, Kuh, 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 Kuh. Geh da rein. Ich möchte öfter mal dein Fleisch essen. Na, komm. So. Erste Kuh haben wir dann. Hoffe ich. Na komm, du. Ich weiß, wo du hin willst, Kollege. Nämlich da. Oh, da rein, genau. Zack. Oh, was? Ich hab dich da nicht reingeschlagen bekommen. Das ist natürlich traurig. Aber von außen dürft ihr natürlich alle in euer neues Zuhause gehen. Und natürlich auch die Hühner mit Samen, welche ich nicht mehr habe. Perfekt an der Stelle. Wir lagern mal hier hinten alles in die Truhe, damit hier uns bloß nichts wieder gesprengt wird. Lagern wir mal ein bisschen mehr ein. So, sicher ist sicher, ne? Ich bräuchte erstmal wieder... Wait, welches war unser Block, den wir abbauen dürfen? Ich glaube der hier, ne? Ja. Okay, das war wichtig jetzt zu... Das war wichtig zu testen, habe ich mich erschreckt. Eieiei. Ich weiß halt nicht, wie man das hier am klügsten abbauen soll, ne? Kann man da drunter einen Trichter befestigen und das alles dann im Notfall in den Trichter fällt? Das wäre natürlich ganz nice. Wie viel Eisen habe ich denn hier? Gar nichts mehr? Perfekt. Ich habe nicht mal mehr ein einziges Eisen. Also wir müssen erstmal wieder Eisen droppen hier. Oder macht man das irgendwie, dass man sich hier so ein
bisschen nach oben baut. Macht man das von hier oben am besten? Ich weiß halt nicht, das bleibt halt nicht unendlich lange liegen. Und ich weiß halt auch nicht, ob es durchfällt, ne? Weil wenn ich das von hier oben mache, so, dann muss ich halt auch öfter mal runtergehen und die Sachen aufheben, ne? So ein Ding ist das dann halt. Oh, hallo. Genau, komm her, Kollege. Drop mir am besten deinen Helm. Zack. Ah, ist der Block unsichtbar geworden, den ich hier gerade hinsetzen wollte? Ah ja, egal. Hier, ich würde hier gerne einen Block hinbauen. So. Ihr sollt da hinten alle rein, Kollegen. Ich weiß nicht, was daran so schwer zu verstehen ist, oder? Ich glaube, die wollen da einfach nicht ihre neue Heimat finden. So. Also hier stehen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen safer. Gerade gegen die Creeper-Spawns. Also, was soll ich dazu sagen, ne? Oh, Spinnennetze sind ganz cool. Und wir können dann auch uns eine Angel bauen. Wassereimer haben wir ja auch. Mit einem Lava-Eimer sind wir dann ja auch bereit, in eine Richtung von einem Cobblestone-Generator zu gehen. Dann haben wir auf jeden Fall unendlich viele Steine. Womit ich dann unsere Grundfläche auch gerne noch weiterbauen würde. Ich hätte halt echt gerne noch ein bisschen mehr Grasfläche. Erstmal, dass wir eine Grundgrasfläche haben. Wo bist du, Creeper? Wieso explodiert der denn immer? Ich bin doch extra... Das gibt's nicht. Wieso explodieren die denn immer? Genau, hier seid ihr safe in dem Gehege. Da solltet ihr rein. Eieiei. Ich verstehe das mit den Creepern halt noch nicht so ganz, ne? So, da haben wir jetzt ein kleines Löchlein. Was soll ich sagen? Dafür haben wir jetzt hier noch Eier wieder. So. Also das mit den Creeper macht keinen Spaß. Was soll ich sagen? Also die Creeper sind echt ungünstig. Dagegen muss ich... Ich weiß nicht, was ich dagegen am besten machen kann. Gibt es Blöcke, die Creeper nicht kaputt machen können, außer Bedrock? Wenn die, sagen wir mal als Beispiel, Eisenblöcke nicht kaputt machen, die können auch bestimmt alles zerstören, oder? Oder gibt es irgendwie explosionssichere Blöcke? Ja, Kollege. Genau. Zack. Spinne war jetzt nicht so das Problem, aber die Creeper, die sind schon unschön. Ah, hier auf Peaceful spielen wollen wir natürlich auch nicht. Darum geht es ja hier gar nicht, ne? Deswegen, ja, was wollen wir tun? Ich glaube, Tiere können wir ja aber immer noch kriegen. Frage mich halt nur, ob das immer mit den Gegnern immer mehr wird oder wie das genau abläuft. So, was war hier gerade? Hä? Ich habe gerade so gefühlt, als ob mich was schiebt. Ich dachte gerade so, Moment mal. So kann das natürlich nicht sein. Ja, Hühner, wenn ihr sicher leben wollt, geht doch bitte in euer Gehege. Da wird es euch gut gehen. Oh, unser Schweinchen ist ja leider auch weg, ne? Das ist natürlich echt unschön. Dass wir eigentlich nur zurückgeworfen wurden bis jetzt. Was soll ich sagen? Das Spiel mochte uns irgendwie nicht und wir kriegen auch ganz, ganz wenig Eisen im Moment. Weiß ich auch nicht warum. Ist ganz komisch, finde ich. So, hier haben wir noch ein neues Ei. Wir sollten unsere Truhe hier echt vor Creepern beschützen. Dass wir immer nur von hier oben dran gehen. So. Packe einfach nach hier oben. Dann, wenn das hier gesprengt wird, dass die Truhe nicht gleich immer mit angegriffen wird. Oh, und da die Grasblöcke, sie verbreiten sich langsam, aber sicher, das ist sehr, sehr schön. Hoffentlich macht uns das nur nicht ein Creeper oder irgendwie sowas kaputt. Oh, da habe ich einen Block zu weit abgebaut. Kriege ich gleich die Bestrafung sozusagen für, das nehmen wir alles mit hier. Ach, da haben wir den Dirt, so. Dann stellen wir uns wieder nach hier oben. Bevor hier wieder irgendwie ein Creeper spawnt oder so, ne? Gehen wir hier auf Nummer sicher. Und ja, ich habe halt über einen Stack Erde und alles verloren, ne? Das merkt man jetzt halt so langsam. Ich hätte mir viel öfter alles sichern müssen. Oh, gut. Oh, Huhn. Geh da rein. Ja, genau. Flieg da rein. Ja, da bist du sicher drinne, Kollege. Und du, Pilzkuh, du wärst da drinne auch am sichersten. Wollte ich dir nur gesagt haben. Ne? Aber die hören ja nicht auf mich. Die wollen ja nicht überleben gegen die Creeper, die hier rausspawnen. Also mit den Creepern ist halt total nervig. Da weiß ich auch noch nicht, was ich dagegen machen soll. Vielleicht unsere Insel erstmal mit Cobblestone auch erweitern. Dass wir hier einfach ein bisschen mehr Fläche haben. Ich glaube, das wäre ganz klug. So, wir gehen mal hier in diese Richtung mit Cobblestone weiter. So.
Das ist dann auch immer die Richtung, in die ich weglaufen möchte. Zack. Aber ich glaube, das hier ist eine gute Entscheidung, die ich treffe. Einfach in die Richtung dann weitergehen. So. Aber bevor ich hier wieder irgendwann sterben werde, mache ich hier nochmal Sticks. Zack, zack. Mache gleich nochmal hier drei Spitzhacken, die ich ins Lager packe. Und ich glaube, ich sollte hier auch immer die Steinspitzhacke und nicht die Iron nehmen. Ich glaube, das ist einfach klüger. Das sollten wir uns aufsparen. Und hier die Hühner. Habt ihr schon Eier gelegt? Ich sehe keine, ne? Was soll ich sagen? Null produktiv, die Viecher. So. Ich sehe schon wieder den nächsten Creeper, ne? Ich fühle ihn richtig. Ich fühle ihn einfach so. Dim, zisch, alles weg. Eisen ist natürlich immer schön. Ich finde es nicht so schön. So, nehmen wir gleich mal weg. Sollte ich hier vielleicht auch mit Andesit und so weiter bauen, anstatt mit Kobbel? Ist Kobbel vielleicht sogar wertvoller? Weil ich ja mit Kobbel meine ganzen Standardmaterialien mache, oder sehe ich das falsch? Ist Kobbel echt wertvoll hier in dem Modus? Bin was heraus, würde ich sagen, ne? Bin was heraus. Ich möchte halt mit den meisten Sachen auch gar nicht hier weiter bauen. Deswegen, schwierig. So. Zack. Na, hier fühle ich mich auf jeden Fall schon mal sicherer gegen. Die Liebestruhe. Eis. Eis ist gleich Wasser, ne? Und danach kriegen wir das nächste Upgrade. Das ist ja ganz cool so, dass wir jede Viertelstunde so ungefähr hier ein Upgrade machen. Ich weiß nicht, wir können gerne uns das Spiel noch weiter angucken. Ich würde sagen, eine Folge mache ich auf jeden Fall noch so. Und dann müsst ihr halt am Ende entscheiden, wollt ihr davon noch eine Folge sehen oder nicht. So, zack, Upgrading in 20 Sekunden. Sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir da Neues kriegen können. Wie komme ich an eure Eier daran, ne? Soweit habe ich auch noch nicht überlegt. Habe ich hier noch irgendwas? Hier kann ich mich hochbauen. So. Weil wir sollten erstmal die Eier auch sammeln. Aus dem einfachen Grund, damit wir dann halt jederzeit alles, weiterkommen, ne? Mit den Eiern, dass wir immer wieder Hühner machen können, haben wir genug Essen, Federn. Ist, glaube ich, ganz gut. Was ist denn das da alles? Kies und sowas? Schnee? Gerade Schnee unten drunter. Nehmen wir mal alles mit. Ich glaube, hier oben machen wir eine kleine Schneetruhe, weil Schnee ist halt so ein bisschen meh. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Erde packe ich hier mit. Oh, hier haben wir noch Erde. Die bringen wir nach hier unten rechts. Dann finden wir sie direkt. Zack. Und dann machen wir direkt mal weiter. Das mit dem Schnee ist ein bisschen nervig, würde ich sagen. Aber hey, wenn wir dadurch viel schneller vorankommen hier. 1A. Wenn jetzt nochmal was Gutes kommen würde, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Doch, Spitzhacke brauche ich hier. Ja komm, gib mir noch was richtig, richtig Cooles. Weil wir wollen natürlich in der nächsten Folge dann noch langsam unser Häuschen bauen und... ein Wolf. Habe ich hier Knochen? Ich habe Knochen. Werden 6 Knochen ausreichen, Leute? Ja, 6 Knochen reichen aus. Lauf hier ein bisschen rum, Kollege. Ich muss hier arbeiten. So, oder setz dich nach da, genau. Machen einen Spaß. Kuh. Ja. Kuh. Perfekt. Wir haben die Kuh gerettet sozusagen vor Creepern. Hoffentlich rettet uns unser Hund auch gegen Creeper. Hoffen wir einfach mal drauf, ne? Ansonsten haben wir halt ein kleines Problemchen. So, da liegen so viele gute Sachen, die nehmen wir direkt mal weg. Und lagern die hier wieder ein. So. Meine Axt geht gleich kaputt, dafür haben wir zum Glück noch eine neue mit. Also eigentlich geht es ja wirklich nur darum, diesen einen Block hier kaputt zu machen. Aber wir könnten hier halt echt ein sehr, sehr cooles Haus bauen. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das dann wirklich noch weiterspielen wollen. Eine Folge werde ich auf jeden Fall dann noch aufnehmen. Ich würde sagen, ich beende hier erstmal die Folge und würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Tschö.